Als ich so mal betrunken war, aber das ist eine andere Geschichte, die mir unangenehm ist ein wenig, aber... Eine Kiste voll Schrott und zu viel Freizeit. Oder Freizeit. Was für eine Nacht. Alkohol, Kotze, Blut und ich glaube, ein Esel war auch dabei. Naja, Zeit zum Aufstehen. Schätze, ich sollte heute noch zur Arbeit. Warum sollte ich einen Wecker mit rumschleppen? Weil Wecker wichtig sind. Diese teuflische Erfindung erinnert mich jeden Morgen daran, dass ich übrigens noch lebe. Mein Wecker muss ich auch noch stellen. Auf 5.30 Uhr. Aber wir haben jetzt 22.17 Uhr und es passt ja. Würde gern sagen, wie schön noch die Aussicht ist. Wäre aber gelogen. Also das nenne ich mal Hochkultur. Genau. Day of the Tentacle! Warum zum Geier sollte ich die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Nur eine Socke. Die war schon da, als ich eingezogen bin. Cool. Also das nenne ich mal Hochkultur. Das gefällt mir ganz gut. Warum ist dann Ziegelstahl... Egal. Nee, brauche ich gerade nicht. Nur eine Kiste mit Zeugs. Da ist nichts Nützliches dabei. Ich nehme die Scheißposter nicht mit. Fox wäre so stolz. I want to believe. Base Invaders. Polybius. Bin doch nicht irre. Hab das Spielen vor Jahren aufgegeben. Die habe ich nur noch aus Nostalgie herumstehen. Und weil ich sie nicht bewegt kriege. Scheiß Spielkonsole. Das Ding hat meine Bildung, mein Liebesleben und meine Tiefenwahrnehmung auf dem Gewissen. Mortimers Zimmer. Da gehe ich nicht näher ran. Könnte mich ja irgendwas angreifen. Nicht genug Platz für den ganzen Müll. Geh mir ins Bad. Oh, ein Entenbügel. Oh, ein Wasserhahn. Hey, man soll kein Wasser verschwenden. Oh. Ja, später vielleicht. Okay, dann gehe ich wieder. Und da ist die Zeitung. Neueste Nachrichten. The Sundry Times. Today's news today. Wow. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television. Ist natürlich das Wichtigste im Leben. Man nimmt mal zuerst, man will sein Leben, man will seinen Job, dann seine Karriere, dann eine Familie und dann als letztes, das ist das größte Achievement, was das größte, was du machen musst, einfach einen fucking großen Fernseher. Denn das ist das, was man im Leben wirklich braucht. Einen fucking großen Fernseher. Und das ohne Scheiß. Mit dem Besen haben wir mal umgeschaltet. Glaub nicht, dass der jemals zum Fegen benutzt wurde. Oh, da ist ein Ei. Und da ist ein Helm. Ist nicht der von Mega Man? Ich hätte das grüne Kraut in der Villa lassen sollen. Brauche ich nicht, mein Lebensbalken ist voll. Das grüne Kraut aus Resident Evil. Nichts Nützliches. Eine Menge Zeugs, aber nichts Nützliches. Auf gar keinen Fall. Die stützen meine geliebte Dostojewski-Gesamtausgabe. Ich glaube, der scheiß Kosak hat mich mit den Buchstützen beschissen. Wer weiß, wer weiß. Ich mach das Fenster nicht auf. Da ist nur Lärm draußen. Von hier kann man die Straße sehen. Jetzt gerade nicht. Und damit ihr es wisst... Nein, Hilfesystem will ich nicht aktivieren. Nur zum Notfall. Nur damit ihr es wisst, also ich, übrigens, die Reste von Toothwish, Sandwich und das fertige Papier und Mads Geldbeutel hat man schon von Anfang an. Also. Und damit ihr es wisst, ich habe ja den ersten Tag, also ich habe Tag 1 ja schon fertig und ich weiß auch, wie das abläuft, also, weil ich habe das ja gestern gespielt. Hier mache ich nicht sauber, Mortimer ist dran. Mortimer ist immer dran. Ich glaube, ein paar von den Salamischeiben haben angefangen, sich durch Mitose zu vermehren. Ach, irgendwer wird hier schon mal sauber machen.
So in 10 Jahren vielleicht. Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Jedenfalls im Moment nicht. Aber nur im Moment. Von unserer letzten Halloween-Party. Denn es lohnt sich erst dann, wenn Zelda ihren Link gefunden hat. Kann ich nicht machen, Amigo. Da klebt irgendwas die Tür zu. Ich hätte ja so gern einen Kühlschrank. Also einen, der auch funktioniert. Ja, ist ja cool. Funktionierende Kühlschränke sind immer was. Jetzt doch so, nehmen wir, gucken wir mal das. Kleiderbügel mit Charakter. Gucken wir uns mal das an. Wow, sieh dir das an. Ist sogar immer noch etwas Draht übrig. Alles klar, danke, Matt. Jetzt habe ich etwas Kohle. Und dein Ehering. Dieser Ring. Irgendwas ist komisch an dem. Es gibt kein Grund. Diese Batterien werden vielleicht nochmal nützlich. Was für eine geile Erfindung. Der Teleskop-Entenbügel. So, gehen wir mal in den Flur. Mortimer, ich gehe zur Arbeit. Oh Gott, ist das mein Kater? Oder klopft der Tod schon wieder an die Tür? Wer auch immer Sie sind, ich will Sie nur wissen lassen, dass ich die Knarre meines Vaters... Randall Hicks, lass den Scheiß und mach die Tür auf. Mr. Marconi? Bin sicherlich kein Vertreter, mach die Tür auf. Oh, ich bin froh, dass Sie es sind. Aber machen Sie das bitte nie wieder. Verdammt, Hicks, wovon redest du? Davon, mich so zu erschrecken. Neue Hosen kann ich mir gerade nicht leisten. Mann, Cannelloni. Hast du mich gerade Cannelloni genannt? Ach, kommen Sie. Ich hatte eine schreckliche Nacht. Könnte schwören, dass mir jemand die ganze Zeit ins Ohr geflüstert hat, dass ich verflucht bin. Und ich bin fast sicher, dass ich wieder in den Schrank gepisst habe. Weißt du, was für ein Tag heute ist? Montag. Oh nein. Wollen Sie etwa das Frettchen aus dem Rohr entfernen? Ich weiß nämlich nicht, ob ich es körperlich ertragen kann, ihn den ganzen Tag ins Maurer-Dekolleté zu sehen. Echt witzig. Die Miete, Hicks. Wie immer bist du zu spät dran. Ich sehe mein Geld nicht. Ich auch nicht, Mr. Marconi. Aber kommen Sie schon. Bin doch nur ein paar Tage überfällig. Keine große Sache. Du schuldest mir die letzten 3 Monate. Oh. Sind ja nur ein paar Tage. Du musst es wohl irgendwo Probleme mit dem Papierkram gegeben haben. Verdammte Bürokratie. Ich werde mal mit meinem Finanzberater reden. Ich melde mich bei Ihnen so schnell ich kann. Bitte, Hicks. Du hast so viel mit einem Finanzberater am Hut wie ich mit Ballettschuhen. Lass dir was Besseres einfallen. So wie damals, als ich sie mit Goldmünzen bezahlen wollte? Das waren golden angemalte Kronkorken. Ich habe 3 Wochen gebraucht, um die Farbe von meinen Händen zu kriegen. Aber gute Idee. Genauso wie der Typ, der irgendwie, glaube ich, mal 1 Million Kronkorken an Bethesda geschickt hat, damit er eine Vorversion von Fallout 4 bekommt. Und jeder, der Fallout kennt, weiß, was mit den Kronkorken auf sich hat. Mr. Marconi, ich wollte ja mit Ihnen reden, aber ich fürchte, Ihnen wird nicht gefallen, was ich zu erzählen habe. Da bin ich sicher. Ich habe das Gefühl, wir driften auseinander. Wovon redest du da? Ich treffe jemand anders. Verstehen Sie das nicht falsch? Ich liebe Sie noch immer und alles. Es ist nur... Ich glaube nicht, dass das mit uns beiden was wird. Was zur Hölle? Nein, sagen Sie jetzt nichts. Wir beenden das besser jetzt, bevor das Verlangen uns übermannt. Aber halten Sie mich. Nur ein letztes Mal. Gott verdammt, gib mir einfach mein Geld. Mir reicht's. Mr. Marconi, ich habe ein Problem. Du wurdest mit einem Problem geboren. Oh. Nein, so war das nicht. Das Ding ist, mein Job macht mich wirklich fertig. Ich werde ausgebeutet. Es kommen immer hunderte von Bestellungen rein, die alle pünktlich und in perfektem Zustand geliefert werden müssen. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Mir egal. Die Kunden. Alles Egoisten. Die sagen nie Danke oder schönen Tag noch. Die behandeln mich wie Dreck, wissen Sie? Als hätte ich keine Gefühle. Die sagen nur Sachen wie, das Paket ist kaputt. Das Paket sollte nicht tropfen. Das ist nicht die Adresse, die Sie suchen. Ist es denn zu viel verlangt, dass Sie einfach unterschreiben und Ihr kaputtes Paket behalten? Randall. Ja, Mr. Marconi? Du arbeitest für den schäbigsten Kurierdienst der Stadt. Und du denkst länger darüber nach, wie du von der Arbeit wegkommst, als du tatsächlich arbeitest. Wow, wow, ja. Wow, Mr. Marconi. Das ist aber so nicht ganz richtig. Doch, das ist es.
Randall, du bist wie ein Sohn für mich. Weißt du, was das heißt? Ja, wenn wir rummachen, wäre das Inzest? Jesus H. Christ, deine Eltern tun mir leid. Danke, Mr. Marconi. Sie sind wie der Vater, den ich immer wollte. Dieses Jahr zum Vatertag mache ich Ihnen eine ganz besondere Karte. Mit Macaroni und Glitzer. Du machst mich fertig, was dein Vater haben will. Nimm dir lieber ein Beispiel an deinem Mitbewohner Mortimer. Der ist ein echter Arbeiter. Wovon reden Sie da? Der Typ ist seit Monaten nicht aus seinem Zimmer gekommen. Er ist der perfekte Mieter. Er ist ruhig und macht mir nie irgendwelchen Ärger. Alles, was du kannst, ist mir das Leben zur Hölle machen. Ich weiß, Mr. Marconi, keine Megafone mehr nach 10 Uhr, wie versprochen. Und soweit ich weiß, spricht Mortimer nicht mal unsere Sprache. Lass ihn in Ruhe! Versuch lieber selber verantwortungsvoller zu sein, Hicks. Wie wäre das? Fang mal was mit deinem Leben an, Herrgott nochmal! Ja, geht sofort los. Übrigens, Sie sagten, Sie würden mir mein Megafon wiedergeben. Ich will mein Geld! Jetzt! Ja, okay, er sollte sich mal beruhigen. Wo Sie Mortimer gerade erwähnen, er sollte Sie bezahlen. Gott! Oh, ich hatte gerade das, was man in Alkoholikerkreisen als Moment der Klarheit bezeichnet. Ich habe meine Hälfte letzte Woche Mortimer gegeben. Das reicht, Hicks. Dein Mitbewohner ist ein vielbeschäftigter Mann, also erspar ihm deine Lügen. Geh da rein und bring das in Ordnung. Ich gehe nicht hier weg, bevor du bezahlt hast. Mr. Marconi, wussten Sie, dass es da dieses Gerücht gibt, dass Sie so viel Geld haben, dass Sie gar nicht wissen, wohin damit? Sehe ich für dich aus wie Krösus? Ja. Jetzt, wo Sie es sagen, Sie sehen eher so aus, als müssten Sie in einer Mülltonne wohnen. Sehr witzig, Hicks. Weißt du was? Ein Anruf von mir und du wärst Fischfutter. Nee, ich bin nicht der Typ für marine Fauna. Aber wenn eins dadurch klar wird, dann das, dass Sie ein wohlhabender Mann sind. Da fällt's doch gar nicht auf, wenn ich diesen Monat keine Miete zahle. Hicks! Okay, Mr. Marconi. Ich sehe mal, was ich machen kann. Mortimer, kannst du mal deine Hälfte der Miete unter der Tür durchschieben? Marconi war da. Jetzt steht er im Flur und brüllt Red Rum, Red Rum. Mortimer, lass den Scheiß und gib mir das Geld, oder du wachst morgen mit meinem Kopf auf deinem Kissen auf. Und du bist der Nächste. Wenn ich ihm sage, dass du Mrs. Marconi Liebesbriefe geschrieben hast, gehst du mit unter, mein Freund. Ich hab kein Wort verstanden. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass einmal Knurren Nein heißt und zweimal Ja. Ich bin schon so weit, dass ich dir einfach die Tür eintrete und dir aufs Dach steige. Warte mal, dreimal Knurren? Alter, die Ansage war, zwei heißt Ja, eins heißt Nein. Aber drei? Was soll das? Mortimer, ich verstehe deine Sprache einfach nicht. Können wir wieder Klingonisch nehmen? Da gehe ich nicht. Nicht genug Platz für den ganzen. Und? Oh, guten Morgen, Mr. Marconi. Schön, Sie zu sehen. Wie kann ich Ihnen helfen? Junge, wenn dir dein jämmerliches Leben was wert ist, dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden und besorg mein Geld. Und? Oh, hey. Ihr Lieblingsmieter Mortimer lässt Folgendes ausrichten. Ja, ich denke, das waren seine Worte. Junge, wenn dir dein jämmerliches Leben... Ja, okay, das hatten wir schon. Da muss ich jetzt irgendwie weg. Ich denke mal, ich würde über die Feuerleiter gehen. Die Feuerleiter, hm? Ja, gute Idee. Ich mag diesen metallischen Klang. Da fühle ich mich sicher. Was
zur Hölle war das? Kam das von der Feuerleiter? Vielleicht sollten wir nochmal darüber nachdenken. Nein. Du gehst über die Feuerleiter, Randall. Aber so furchteinflößend wie Marconis haarige Ader ist es noch lange nicht, würde ich wetten. Oder vielleicht doch. Also dem Klang nach ist ein scheiß Monster in der Gasse. Wow, jetzt mal im Ernst. Ich bin relativ zu jung, um zu sterben. Okay, ich sterbe also hier. Aber wenigstens werde ich dem Tod in die Augen sehen und sagen, ich fürchte dich nicht. Ja, genau. Einfach mal runtergehen. Ich glaube, da haben wir schon das Monster. Oh, all das wegen einer dämlichen, dreckigen Katze. Naja, schon irgendwie peinlich. Immerhin hat's keiner gesehen, außer der Katze. Und natürlich Mrs. Grozer. Ich traue mich nicht, sie anzufassen. Was, wenn sie nur ein Geist ist? Ha, Mrs. Grozer findet mein Abenteuer richtig aufregend. Sie blinzelt nicht mal. Vielleicht ist es einfach tot. Ein scheiß Blumentopf? Den soll ich jetzt auch noch mitnehmen? Warum denn? Das ist Mrs. Grozers Topfpflanze. Ganz hübsch. Miau. Mann, das klingt genau wie Matt beim Reihern. Frag mich, ob die auch anderthalb Kästen Bier getrunken hat. Wahrscheinlich. Ich komme nicht ran. Ich muss die Leiter losmachen, aber ich komme nicht an diesen scheiß Haken ran. Teleskopentenbügel? Tschüss, Katze. Perfekt.